Mein Name ist Ivan Garev und ich heiße euch herzlich willkommen zu unserer dritten Folge unserer Straßenumfrage zur Cannabis-Legalisierung in Deutschland. Viel Spaß dabei. Soll Cannabis ein eigenes Zelt auf dem Oktoberfest bekommen? Eigenes Zelt würde ich jetzt nicht gleich erwarten, aber ich denke schon, dass Cannabis vielleicht verschiedenen Situationen gut helfen kann, gerade in der Medizin. Auch wenn es frei verkäuflich ist, vielleicht auch quasi die Rate von Abhängigen irgendwie auch senken kann. Aber jetzt gleich ein eigenes Zelt auf dem Oktoberfest denke ich jetzt nicht, dass wir das gleich brauchen. Warum nicht? Wenn die Leute Bock drauf haben, ja. Definitiv. Also ich persönlich bräuchte es jetzt nicht. Glaube nicht. Ehrlich gesagt, ein bisschen dagegen. Okay, dieser Stand auf dem Oktoberfest, glaube ich, ist unrealistisch. Überhaupt nicht. Nein. Bin ich nicht dafür. Ich würde sowas ungern fördern. Ja. Was problemlos möglich ist, das wird ausprobiert, wird dann bleibt probiert. Man dabei. Ja. Und auch von Cannabis, nach dem, was ich weiß, kann man abhängig werden. Ja. Nein, nicht. Also soll beim Bier bleiben. Nein, weil ich glaube, dann verliert man echt Übersicht ein bisschen. Nachdem es ja immer noch ein Familienfest ist, würde ich sagen, nein. Also Alkohol und Bier passt zu Familienfest, aber kann nicht. Nein, Alkohol ist die schlimmste Droge, ist aber legal. Also wo soll man den Strich ziehen? Weil Cannabis ist meiner Meinung nach, ich kenne viele Menschen, die es konsumieren und die Hirnleistung leidet darunter, ja. Beim Alkohol merkt man es anscheinend nicht so gut, aber nur wenn man betrunken ist. Aber jede Droge ist schlimm, ja. Und der Mensch ist halt ein Suchtmensch. Ja. Deswegen, ich sage immer, solange die Menschen niemanden anderen gefährden, was sie zu Hause machen, ist halt jedem selber überlassen. Ab welchem Alter sollte Cannabis legal sein? 18, ja. 18. Ich würde auch sagen 18. Ich finde 18 schon ein ganz gutes Alter. Da kann man schon ziemlich selbstständig einschätzen, wie es einem so körperlich geht. Ich würde mal sagen, wenn man es bei Zigaretten ab 18 macht, dann sollte man vielleicht keiner bis ähnlich machen ab 18. 18. Ich darf das nicht vom Alter abhängig machen, sondern einfach, wie wirklich der Bedarf ist, wo man sagt, es ist Schmerzreduzierung, und aber nicht von der abhängig. Ab 60. Ja, medizinische, das ist alles klar, frei, einverstanden, aber ich mache mir Sorge, stellen wir vor, was ist mit 18, ne? Und jeder kann ein Joint rauchen, zwei Joint rauchen, drei Joint und so weiter und so weiter. Was bedeutet das? Ja, meine erste Aussage war überhaupt nicht, und wenn dann... Frühestens mit 21. 18 legal ist es, werden 16-Jährige super haben. Bei Alkohol, ja, das ist ja legal. Das war bei Nikotin ja auch so. Eigentlich soll es das gar nicht geben. Nicht zu früh, würde ich sagen. Also, weil ich bin ein überzeugter Nichtraucher und habe auch noch nie Drogen oder irgend sowas geraucht. Das von daher bin ich ja generell dagegen. Aber wenn, dann würde ich eher 18 sein. Ab 22. 22? Vernünftiger da in dem Alter, so ein bisschen, ja. 20? Weiß nicht, ab 18. Wir haben ja also irgendwie so 18 Jahre, glaube ich, festgelegt, dass die Menschen dann einigermaßen mündig sind. Ab 18 dann. Wäre es für Sie okay, wenn Ihre eigenen Kinder ab diesem Alter Cannabis konsumieren? Ich glaube, aus der Elternsicht ist nochmal was anderes. Jetzt so aus meiner jugendlichen Sicht, ja, finde ich 18 schon gerechtfertigt, aber mit 18 fände ich es vielleicht dann nicht so cool, wenn meine Kinder das dann machen würden. Bin ich ehrlich. Sie wollen? Ja. Nein. Wenn ich einen Einfluss darauf hätte, dann nicht. Sicher. Also du bist ja nicht so ganz sicher. Unter sich kann man das verbieten. Ja. Ich würde meinen Kindern versuchen, gut zuzureden, dass sie jegliche Art von Drogen eigentlich vermeiden sollten. Ob es Alkohol ist, Cannabis, was auch immer, was da gibt. Dadurch, dass ich selber nicht dabei bin, würde ich dann auch sagen, lasst es sein. Aber verbieten kann man sich nicht. Nee. Wenn es nach mir ginge. Also ich würde es jetzt auch nicht fördern, aber ich denke, wenn es legal ist, kommt drauf an, in welchen Mengen. Kontrolliert. Ja,
besser, ich weiß davon, als dass ich nichts davon wüsste. Ich sage ja, Cannabis dient ja oft auch als zur Krebstherapie, also medizinisch ja, so für so den Konsum eher nicht, aber für die Medizin schon. Also da sind die Erwachsenen, da haben die mehr oder weniger ein bisschen Erfahrung gesammelt und wenn die das machen wollen, da kann ich dann nichts machen.